Tag. Hallo? Du musst mit dir, du kein Hunger. Hallo. Das ist gut. So, Waldwipfelweg in St. Engelmar, das sehe ich. So, auf der Suche nach meinem Sohn. Schon entdeckt. So, Dreck. Hopp, gehen wir mal. Servus! So, nach Familienausflug im Bayerischen Wald. Heute der zweite Teil, wo ich die andere Hälfte von dem Feld untersuchen werde und den darunterliegenden alten Handelsweg oder Straße. Mal schauen, was da kommt. Genau, das Wetter ist heute nicht so schön wie gestern. Es ist recht bewölkt, es tröpfelt auch gerade leicht, aber das soll sich noch ein bisschen halten. Also der schlimme Regen kommt morgen. Deswegen nutze ich jetzt noch die Zeit, bevor es dann richtig schlecht wird. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem Feld wieder. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit meinem Video und bis gleich. Schön. Frische Landluft. Puh. Zwischenzeitlich hat es geregnet und ich habe die Kamera nicht rausgeholt, habe aber eine alte Bleiplombe gefunden. Ich zeige es euch jetzt mal. Genau, jetzt müsst ihr die Kamera schaustellen. Sehr schön. Und hier habe ich das nächste Signal. Muss relativ nah an der Oberfläche sein. Ja. Schauen wir mal. Ah, ich sehe schon. Sieht aus wie eine Münze. Ich mache schnell den Piepmann hier aus. Jo, Kaiserreich. Ich sehe den Adler schon. Sehr schön. Ein Pfennig, denke ich mal. Ja. Ein Pfennig, Deutsches Kaiserreich. So, Makro, du bist gefordert. Hallo, Herr Makro. Jetzt. Deutsches Kaiserreich. Ein Pfennig. Von, schau mal, ob ich die Auszahl lesen kann. 1800. Schau mal. 1893 oder 95. So, kann man, du solltest jetzt Makro machen. Mag nicht. Na, hier kann man es gut sehen. 1893. Super, weiter geht's. Schönes Signal, schauen wir uns sofort an. Gut.
Und schon wieder eine Patrone. Jetzt ist er. Genau. Also die gleichen, die ich gestern auch gefunden habe. Gut. Schönes Signal. Interessant ist für mich aber der Regenwurm hier. Schau mal, wohin will. Na? Tue ich euch endlich die Patrone weg, dann könntest du hier in Ruhe wieder rumflutschen, ja? Wahnsinn, überall Regenwürmer. Es hat, wie gesagt, gleich geregnet. Und dann mache ich euch euer Löchlein hier wieder zu und dann könntest du in Ruhe wieder rumflutschen. Bis zum nächsten Wort. Euch allen frohes Sonnen, gut Fund und bis bald, euer Pisa. Prost. Ah, herrlich. Servus.